Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen, sanften, entspannten Ründchen hier bei Slime Rancher. Und ich muss erstmal ganz zuerst eine kleine Bestandsaufnahme machen, was ich hier denn in der letzten Session alles gemacht habe, weil das schon ein bisschen her ist. Wie ich sehe, ich war ein sehr, sehr fleißiger Gärtner. So. So, okay, wir haben hier oben zwei Beete angelegt. Und da unten haben wir in Anführungsstrichen ein drittes Beet und hier sind Hühnchen. Ich glaube, jetzt im Nachhinein ist es nicht so mega schlau, was ich gemacht habe, weil... Ja, das ist zum Glück gar nicht laut. Ich glaube, das ist ein bisschen... Wir brauchen, glaube ich, später mehr Hühner, habe ich so das Gefühl. Drei hiervon, vier davon. Aha, was kriegt man dann dafür? Bob. So, wir hatten die hier, wir hatten die hier. Und wir hatten die hier. Okay. Ich glaube aber, ich werde erstmal etwas machen, was schon ein bisschen überfällig ist. Muss ich gerade mal kurz ein bisschen überlegen. Ich würde gerne den ersten Big Slime füttern, also den ersten Slime-Boss, diesen gigantischen Pink Slime. Ich weiß gar nicht, wie viel man dem geben muss. Keine Ahnung, waren das irgendwie 20 Essenssachen, die man dem geben muss? Ich bin mir da gar nicht so sicher gerade. Könnte sein. Es könnte aber auch viel, viel mehr sein. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. So, ich liefere erstmal gerade dieses Plört ab. Das lag gerade so einladend am Anfang rum. Das können wir mal gerade umtauschen. So, vielleicht können wir uns dafür schon hier was kaufen. Das sieht gut aus. Gut, ich glaube mit diesem Gehege, was ich gerade gebaut habe, da hatte ich irgendwelche Kreuzungen vor, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, ein paar Kreuzungen kenne ich sogar schon aus diversen Videos. So, ich sammle gerade mal nichts weiter ein. So. So, Kollege. Na? Hast du Hunger? Kommt noch nichts raus. Okay, wir füttern ihn noch weiter. Ich hoffe, ich habe genug dabei. Sind wir ein bisschen gefräßig? Alter, wie viel frisst du denn? Na, hör mal, so langsam wird's hier aber ein bisschen... Wie viel braucht der denn bitte? Okay. Das ist viel. Kann ich hier noch irgendwas einsaugen? Ja, ja, du bist hungrig. Das ist mir schon aufgefallen, mein Lieber. Oh. Lol. Nein! Das ist jetzt ein Scherz. Okay. So, Moment. Euch sauge ich erstmal ein hier. Okay. Lol, hier ist ein Key. Ich will diesen Key. Warte mal, ich sauge erstmal hier die ganzen ein. Nicht, dass die mir jetzt irgendwas wegfressen. Das ist ja fies. Die eine Kiste ist ins Wasser gefallen. Da komme ich jetzt nicht mehr dran. Okay, ist hier ein Key drin? Moment. Okay, ich muss da einfach rüberlaufen. Slime Keys. Okay, jetzt habe ich nicht gelesen, was da unten stand.
Wir haben aber jetzt einen Schlüssel im Inventar. Ob das der richtige Schlüssel ist, der uns hinten das Tor öffnet, das weiß ich nicht. Oder ob wir dafür den Schlüssel von diesem Tabby-Slime brauchen. Oh, oh, oh. Du kommst mit. Ach, scheiße. Hey. Alter. Meine Güte. So. Euch sammle ich liebend gerne mit ein. So. Hier ist noch eine Kiste. Okay. Früchte gibt ihr mir mal schön. Na, 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 na. Das sind meine Früchte hier. So, sehr gut. Ist der Boss jetzt eigentlich da verschwunden? Ja, Slime-Boss Nummer 1 ist verschwunden. Wir haben ihn genug gefüttert. Ich frage mich, was dann Slime-Boss Nummer 2, dieser riesen Katzen-Slime, gibt. Hm. Naja, wir werden es bald herausfinden. Okay, wir haben genug von diesen Pogo-Foods. Ist das der richtige Schlüssel? Vielleicht ist das der Schlüssel, der das erste Tor öffnet und es gibt noch ein zweites Tor, wofür wir den anderen befriedigen müssen. Das könnte natürlich sein. So, Moment. Das Ding liefern wir gerade mal ab. Der Rock-Slime. Der kann hier rein. Ihr beiden, ihr kommt hier rein. So, ihr habt Hunger. Und das ist wirklich großartig. So, lol. Was denn für eine Aktion, Leute? Hä, wieso frisst er das nicht? Autsch. Wieso kommt ihr hier raus? Das gefällt mir nicht, dass ihr hier rauskommt, wenn ich ehrlich bin. Ihr Kleinschlingel, wie viel kostet es, das auszubauen? 350. Okay, wir müssen das hier dringendst höher machen. Dringendst. Die kommen echt raus. Okay, euch saug ich gerade mal sicherheitshalber ein. Lol. Ja, geil. Hm. 350, das hört sich doch eigentlich machbar an. So. Ich lasse den erst wieder rein, wenn wir da hohe Wände haben. So. So, dann füttern wir die Katzenviecher auch mal wieder. So, 8 Stück, meine Freunde. Jetzt gibt's Happa Happa. Ja, so einen gibt's auch noch. Fresst, meine Lieben, fresst. So. Sehr schön. Tü, 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 tü. 11 Tabby-Plörte. Damit dürfte sich doch was anfangen lassen. Ja, sehr gut. 500 irgendwas. So, dann würde ich mal sagen, kaufen wir uns hier mal die High Walls. Genau.
Ich glaube, jetzt kommen die da erstmal nicht mehr raus. So, kann ich hier wieder ein bisschen was ernten? Jawohl. Sehr gut. 3 Stück nur. Okay. Könnt ihr mal essen? Wie sieht es hier aus? Gut, was mache ich als nächstes? Ich würde gerne ein bisschen... Moment. So. Nee, Moment. So. Du, mein Freund, du kommst mal hier rein. Oh, sehr gut. Das trifft sich wirklich ausgezeichnet. So, dann nehmen wir dich mal mit. Ich würde jetzt mal gerne was ausprobieren. So. Eigentlich ist dieses Gehege noch nicht wirklich dafür ausgelegt, aber okay. Was fresst ihr denn? Mögt ihr das? Wieso fresst ihr das nicht? Ich lasse es mal da liegen. So, Freundchen. Moment. Wenn ich dir jetzt das zu fressen gebe, müsstest du dich eigentlich in etwas Cooles verwandeln. Ich muss mal halt überlegen, war das so oder war das andersrum? Ich glaube, das müsste eigentlich so gewesen sein. Ich hoffe, ich mache jetzt keinen Mist. Aha. Pink Tabby Largo. Ach du heilige Scheiße. Okay, du bist groß. Du bist sehr groß, möchte ich mal anmerken. Kommst du hier raus? Autsch. So, du isst alles. Was passiert, wenn ich dir jetzt das hier zu fressen gebe? Ah, das ist ja praktisch. Du lässt einen hiervon und einen hiervon fallen. Unser erster gekreuzter Slime. Faszinierend. Geht's noch da oben? Das ist aber echt eine Frechheit. So. Sag mal, ihr versucht's doch immer wieder, ne? Was wollte ich denn jetzt? Genau, ich wollte da nicht schon wieder was zu essen. Mann. Was? Ich habe irgendein Achievement bekommen. Was habe ich gemacht? Ist irgendwas passiert? Ach, deswegen sind die hier so wild. Da lag noch was zu essen. Das habe ich ja gar nicht gesehen. So. Was können wir noch abernten? So, wenn du fressen hast, kannst du das noch fressen. Geh mal gerade schlafen. So. Kommst du auch nicht dran, oder? Warte mal. Dankeschön. Was fresst ihr denn? Braucht ihr irgendwie Karotten oder so? So, die sind schon wieder hungrig wie sonst was. Ich
würde für den ehrlich gesagt die hohen Wände noch haben. Ich gehe mal hier nach vorne und gucke, ob ich hier so ein bisschen normales Plört sammeln kann. Ja, das sieht doch gut aus hier. Das sieht doch gut aus. Ich brauche hohe Wände. Gibt mir hohe Wände. So. Ja, euch brauche ich nicht. So. Das sieht doch gut aus hier. So, das könnt ihr haben. Ich traue dem Typen hier nicht. Der kommt doch da bestimmt bald raus. Dann würde ich es irgendwann natürlich gerne so machen, dass wir hiervon ganz, ganz, ganz viel haben, weil die rentieren sich ja doch schon eigentlich ganz gut. So, Freundchen, du kommst da jetzt bestimmt nicht mehr raus. Ich glaube, wenn Slime zweimal irgendwie gekreuzt werden oder so, dann werden sie zu diesem komischen, gefährlichen Ter-Slime, den es gibt. Das ist der hier, der darf sich möglichst nicht nochmal verwandeln, sonst haben wir hier die Apokalypse. So, was ich jetzt aber mal mache, ich will jetzt mal gucken, ob das mit dem Schlüssel funktioniert. So, das war hier hinten entlang. So, Rockslams nehme ich natürlich immer gerne mit. Für unser tolles Gehege. Autsch. So, das brauchen wir. Hier, warte mal, das kann man entnehmen. Oh, ein Tabby Slime. Du kommst auch mal mit. So. Ganz, ganz, ganz viele Tennis-Slimes, ein Rock-Slime, sehr gut. Hier kommt mal alle schön mit. Aha. Euch könnte ich eigentlich noch jemanden mitnehmen. So. Dich kann ich nicht mitnehmen. Dich kann ich mitnehmen. Dich kann ich... Jetzt hat er ihn aufgefressen. So. Na du? So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Kommen wir da rein. Ist das, was wir haben, der richtige Schlüssel? Ich weiß es nicht. Was machst du mir? Okay. Wir haben das Tor geöffnet. Was befindet sich hier hinter? Ich habe Angst. Alter! Alter, bin ich gerade erschrocken. Leck mich am Arsch. Okay, wir sind in einem komplett neuen Gebiet. Alter, bin ich gerade verjagt, ey. Was könnt ihr euch machen? Ist das denn hier ein Dschungelbiom oder so? Okay, komm. Was sind das denn für Dinger? Und die sind wirklich böse. Okay. Ich glaube, am Ende von diesem Level gibt es einen Teleporter, der mich wieder zurückbringt. Okay, kann ich nicht mehr mitnehmen. Keine Ahnung. Hierfür. Boom Slime. Okay.
Okay, hier sind Boom-Slime. Ich versuche mal ein paar Boom-Slime mitzunehmen. Oh oh, ein Giant Boom-Slime. Okay. Was bist du? Alter. Na komm. Alter, wo bin ich hier gelandet? Boom Slime. Interessant. Ich glaube, die bringen ziemlich viel. Da ist dieser Böse. Ich sollte einen Abgang machen. Okay, gehen wir mal hier. Ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem. Ich komme nicht raus. Okay, warte mal. Alter. Boah, Alter. Das tat weh. Okay, aber ich lebe noch. Was sind das denn für Dinger? Slime. Okay. Boom Slime, Honey Slime. Die kann ich auch noch mitnehmen. Alter, wo bin ich hier bitte gelandet? Na komm. Jetzt wieder hoch. Okay, ich renne mal. Wo bin ich hier bitte? Na du? Ihr kriegt mich nicht. Warte, wie groß ist die Map denn bitte jetzt schon? Aha. Hier braucht man einen weiteren Schlüssel für, aber das Gebiet ist doch under construction, das kommt noch. Ich denke mal, hierfür braucht man den Schlüssel von dem Big Tabby Slime, oder? So, ich bin mal gespannt, wenn ich mich hier drauf stelle. Ah. Genau, jetzt bin ich wieder hier. Hui. Okay. Das war cool. Nein. So, ihr kommt hier rein. So. Sehr gut. Was mache ich jetzt mit den neuen? Ich weiß es nicht. Ich muss mal gucken, was fressen die denn? Früchte, okay. Und was bist du? Meat, okay. Ich guck mal hier an das Board. Honey Slime. Die bringt das hier. 62 Boom Slime, 37. Das ist natürlich schon nicht schlecht. Macht es Sinn, umzusteigen? Meat, genauso wie die Boom-Slimes. 1937, das ist natürlich doch schon ein großer Unterschied. Die 22, die 62. Okay, warte mal. Ah, aufpassen. Autsch. Ah, komm. So.
Ich tue ja mal Rad nur 3 rein, weil ich weiß nicht, ob die quasi irgendwie verrecken bei zum Beispiel Sonnenlicht oder so. Da gibt es ja auch so einige Slimes. Ich muss mal testen. So, die Rock Slimes. Die Rock Slimes. Lasse ich die dann komplett wieder frei oder tue ich die in ein Gehege mit irgendwelchen anderen? Ja, dann ist ja wieder die Gefahr, dass sie sich irgendwie kreuzen, obwohl sie es nicht sollen. Ach hier hätte ich gar nichts angepflanzt. Ich wundere mich die ganze Zeit, wieso kommen hier keine Karotten? Das ist natürlich super. Fresst ihr denn? Warte mal, fresst ihr das hier? Früchte. Ja, okay. Wahrscheinlich eher nicht. Ja, dann habt ihr jetzt was zu essen.